Bildungsmisere Deutschland. Anstatt was ordentlich zu lernen, werden wir hier zur Sklavenarbeit verdammt. Mensch, wir hatten eine Stunde eh frei. Ja, weil sie ausgefallen ist. Trotzdem, ich möchte mit meiner Ausbildung schließlich was erreichen. Was interessiert es mich da, ob Zech 25 oder 4 Jahre verheiratet ist? In Deutschland fallen sowieso viel zu viele Schulstunden ersatzlos aus. Was dadurch an Humankapital den Bach runtergeht. Ich werde die Feier heute Abend boykottieren. Man muss Zeichen setzen. Gut. Könntest mir trotzdem vielleicht noch einen Wunsch erfüllen, wieder mit anpacken. Sag mal, wusstest du eigentlich schon, dass die Kochorgie für das Buffet von Zechs Silberhochzeit mit ins außerschulische Engagement gerechnet wird? Echt? Mein Schlöckchen, warte mal, ich helfe dir. Schon gut. Arbeite du mal an deinem Humankapital. Ich lass mir dann lieber die Sklavenpunkte einhaken. Vergiss das hier nicht. Laila, ich hab dich gar nicht gehört. Ich dachte, ich hole dich ab. Wäre gar nicht nötig gewesen. Ich komme mit den Krücken ganz gut klar. Mensch, ich freue mich total, dass du hier bist. Ich weiß, dass ich missgebaut habe. Ach, ist schon okay. Nein, ist es nicht. Ich habe mich benommen wie der letzte Loser. Und mich auch so gefühlt. Ich meine, mit Basketball geht's nicht weiter und das mit dem Song kriege ich auch nicht auf die Reihe. Du bist ein toller Musiker. Ja, wenn du das sagst. Wieso bist du überhaupt hier? Und ihr doch gerade sein erstes Spiel. Mein Brüderchen ist schon groß. Der schafft es auch ohne mich. Mhm. Ja, dann kannst du ja meine Sachen nehmen. Wenn wir uns beeilen, sind wir bis zum zweiten Viertel in der Halle. Also los, komm. Hallo? Paulina, wie geht's dir? Hör auf, wir können gerne tauschen. Nee, nur die Location meine ich. Warte mal, ich höre dich gerade ganz schlecht. Paulina? Das ist der Dolch. Durch den ganzen Wind wissen die Handys streuen nämlich gar nicht mehr richtig wohin. Wie geht's dir denn im Bauch und im Kopf? Sie findet den Himmel zu blau, die See zu grün und ihren Bauch viel zu dick. Also alles okay mit Paulina. Ich muss zur Bandprobe. Bis nachher. Ciao. Blauer Himmel, grüne See, dicker Bauch, alles da. Nur der Typ nicht. Wo steckt der eigentlich? Wenn ich mir was für Lucky wünschen dürfte, auf den Mond schießen. Ja, aber der ist kein Astronaut, der ist nur feige. Super! Wir haben die Sachsen eingesackt. Ja. Ey, wie lässig du an dem Guard vorbeigezogen bist. Das war echt eine coole Nummer. Wer es drauf hat, hat's drauf. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, merkt ihr das? Den haben wir es gezeigt, was? War ein klasse Spiel. Wenn du nicht gekommen wärst, hätte ich total abgelöst. Na klar, sehe ich genauso. Nein, ich kann jetzt nicht. Das auch für mich? Komm rein. Wie sieht's aus? Bist du fertig? So gut wie. Zufrieden? Und weißt du, was das Geilste ist? Keiner weiß, dass ich den Song im Kasten hab. Und die Band eigentlich hängt voll durch. Laila ahnt auch nichts? Kein Stück. Saubere Sache. Und, wann sagst du's dir? Heute Abend bei der Silberhochzeit. Und so möchte ich Ihnen beiden im Namen von Schloss Einstein ganz, ganz herzlich gratulieren. Herr Berger hat mir übrigens verraten, dass sentimentale Silberhochzeitsreden nicht zu seinen Stärken gehören. Zu meinen übrigens auch nicht. Oh. Herr Lachmann, Herr Pasulke, darf ich bitten? Musstest du deinen Eltern auch immer was Selbstgebasteltes schenken? Immer. Froh, dass die Zeit vorbei ist. Weißt du, wo man ist? Dann würde ich einfach mal sagen, bitte Musik. Dieser Titel, der gehört zu unseren Liebsten aus unseren ganz heißen Zeiten. Darf ich bitten, Heiner? Wieso kommst du erst jetzt?
weiß, aber wir müssen erst reden. Tut mir leid, ich hab's einfach nicht geschafft. Ich dachte, ich krieg einen Song, in den wir zum Contest spielen und heute nochmal antesten können. Aber ich hatte partout keine Idee. Also tut mir leid, Laila, ich bin ein Loser. Ach, du hast es probiert. Das ist die Hauptsache. Vielleicht findet sich ja doch noch eine Lösung. Ja, das wäre durchaus möglich. Vielleicht sogar schneller, als du denkst. Was? Wir konnten dich doch nicht im Stich lassen. Ich glaube, die Ü20er unter uns brauchen erstmal eine Verschnaufpause. Komm, Kinder, viel gehört euch. Na dann mal los. Wir haben eine Überraschung für dich. Laila, warte mal. Wir gratulieren dem Silberhochzeitspaar, wünschen alles Gute und haben einen Song mitgebracht. Mia hat ihn geschrieben. Und die Musik dazu möchte ich an dieser Stelle meinem Freund Manuel widmen. Was ist bloß mit uns passiert? Du bist hier doch nicht bei mir. Deine Worte wollen trösten, doch dein Blick bleibt leer. Kann ich glauben, was ich höre? Mein Herz rast, mein Kopf ist schwer. Hast du davon gewusst? Und mir wird klar. Das ist gar nicht mal so schlecht, was? Ja, nicht schlecht. Der Song ist besser als alles, was ich in den letzten Wochen zustande gebracht habe. Doch Tränen vergehen und Schmerz. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.